Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt alle ganz gut geschlafen. Wir gucken mal, was der Tag so bringt. Ich habe hier am Start das Orakel der Naturflüsterer und ich bin gespannt, was die heute sagen, die Karten. Okay, die Blumen. Es geht schon mal um Einladungen, Geschenke, um Treffen. Es geht darum, dass etwas aufblüht. Hier sieht es so aus, dass etwas, was lange auf sich warten ließ oder sich nicht erfüllt hat, einfach zum Tragen kommt, ja? Und dass hier das Geschenk auch sein kann, dass eine belastende Situation oder eine Schwierigkeit sehr viel schneller aufgelöst ist, als du denkst. Und das Ergebnis dir auf eine Art und Weise in die Hände kommt, mit dem du vielleicht so nicht rechnest, ne? Also Ablösung von einem langen Prozess, ein Aufatmen, ein schnelleres Ergebnis als gedacht. Dass die hier auch verbunden damit ist, dass du einen Streit beilegen kannst, ne? Dass du einen Konflikt lösen kannst, dass etwas, was in dir gebohrt hat, was dich verletzt hat, gut ausgeht. Es kann ja eine Situation sein mit deinem Gegenüber oder aber auch eine Situation, bei der du viel investiert hast. Es ist hier sogar möglich, für einen Single jemand kennenzulernen, nachdem lange kein Platz mehr da war für jemanden, weil du Verletzungen genährt hast und dich deshalb verschlossen hast. Man sieht das auch auf einem relativ zügigen Zeitraum. Vielleicht auch überraschend irgendwie für dich. Und ich sehe so ein bisschen positive Unruhe bei dir, sowas wie Vorfreude oder bei uns. Andererseits kann sich hier etwas klären, was du schon lange erwartet hast. Also hier geht es nicht um etwas, was plötzlich auftaucht, sondern das ist eine klärende Situation in dir oder mit jemand anderem, wo du bisher nicht so richtig den Durchblick hattest und jetzt haben wir hier die Auflösung davon. Diese Klärung wird dich hier zum Wohlfühlen bringen. Du kannst Frieden mit etwas schließen. Ja, und hier haben wir hier unten noch, sieht man denn noch alles? Ist, glaube ich, ein bisschen weiter hoch. Den Baum und den Anker. Also hier kriegt etwas, was dich belastet, beunruhigt hat, eine schnelle, günstige, gute Energie. Und es kann ja auch sein, dass es deinem Fundament ganz gut dient, nämlich dass du von da aus wieder versuchst, neu zu erblühen. Das ist wie wenn die Blume Wasser kriegt, die vertrocknet ist. Möglicherweise ist es hier auch in einem beruflichen Bereich. Der Anker ist gefallen oder an einem Thema des Lebens, an dem du schon lange arbeitest oder welches sogar in deiner Wurzel liegt. Mit dem Schlüssel geht hier die Tür für etwas auf, ne? Wir haben den Erfolg, die Sicherheit, wir öffnen uns neue Türen. Wenn der Schlüssel fällt, heißt es auch immer, dass mit Sicherheit etwas kommt. Dass sich mit Sicherheit ein Erfolg für dich einstellt. Hier darfst du ein bisschen Wissen ansammeln, ja? Vielleicht ist die Situation auch sehr lehrreich. Und wenn du etwas zu entscheiden hast, dann studiere vorher genau. Also guck genau hin, wird hier gesagt. Hol dir die Info, die du brauchst, anstatt dich auf eine zu verlassen. Wir haben hier den Geburtstag. Möglicherweise geht es tatsächlich um eine Feier oder es geht darum, dass man sich wie neu geboren fühlt oder aber auch, dass die Zeit
die hier angesprochen wird, möglicherweise etwas auch mit einem bestimmten Datum zu tun hat, also mit einem Geburtstag von jemand anderem. Das ist jetzt sehr spannend, denn hier hatte ich ja gesagt, es geht unter Umständen darum, einen Konflikt mit sich selber zu beenden, denn der schon sehr viel Wurzel hat, der schon mit einem auf die Erde gekommen ist sozusagen, ist deshalb Geburtstag. Und es geht darum, dass du Hilfe annehmen kannst, dass du dich für das Empfangen öffnest und dass du das auch ohne Schuldgefühle tun kannst. Also nimm so diese Unterstützung an. Erlaube dir das, dass dir Gutes zukommt. Fühl dich wie neu geboren. Das passt auch sehr gut, denn wir haben hier, dir wird geholfen. Ne? Vielleicht ist das Ergebnis nicht so ganz sichtbar oder greifbar, aber das ist gerade am Entstehen und es macht dich hier sehr unabhängig. Möglicherweise, hier haben wir nochmal den beruflichen Bereich, geht es darum, dass einem ein Angebot gemacht wird. Es kann von einer männlichen Person kommen, das dir wirklich wie ein Geschenk oder auf überraschende Art und Weise zugetragen ist, wo du eine berufliche Situation, am Ende auch eine Selbstständigkeit sehr gut für dich ins Wachstum bringen kannst und dich dabei auch wie neugeboren fühlst, also auf der beruflichen Ebene. Okay, dann nehmen wir mal noch eine Pflanze. Wir haben die Ringelblume. Es geht um Emotionen, um das Fühlen, um eine gute Energie, um eine warme Energie. Und auf der anderen Seite die Brennnessel. Kümmernisse fliegen davon. Hier wird etwas gereinigt, etwas erleichtert. Ne? Belastendes geht weg und neue Energie kann wieder frei fließen und auch da wieder neues Wachstum bringen. Wunderbar, also so eine Reinigung der Situation, die dir hier vielleicht im beruflichen Bereich oder aber auch im familiären Bereich in die Quere kommt oder in dir immer wieder den gleichen Konflikt auslöst, ohne dass du bisher so den richtigen Weg gefunden hast, was du denn da überhaupt machen könntest, um die Nummer zu beenden. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.